Nein. Ja, wir sind die Jungs von der Sportvereinigung Bukprol, sind aktuell auf dem letzten Platz der Oberliga. Mit einem Punkt, leider nur 8 Tore geschossen, über 200 Gegentore bekommen und wollen die Saison vernünftig zusammen zu Ende bringen. Wir denken an die Uns ist es im Prinzip egal, wie es abläuft. Wir sind natürlich froh für jedes Tor, was weniger fällt, aber haben Spaß, feiern danach ein bisschen, bleiben noch ein bisschen zusammen, trinken ein, zwei Bier. Wir machen 2-4. Quasi dem Verein helfen wollen, ne? Endlich wieder Heimspiel, endlich wieder Kampf zu Hause. Heute der TuS Mechtersheim zu Gast. 5. Platz, Nebensache für uns, weil bei uns geht es wie immer natürlich ums Verteidigen. In den ersten 10 Minuten kommt es mir besonders darauf an, dass wir wieder so spät wie möglich das erste Gegentor fangen. Im Sommer hatten wir ja die Oberligamannschaft ganz normal, die hat die Hinserie gespielt und letztendlich war der Kader eh nicht ganz so groß schon. Dann hatten wir einige Langzeitverletzte, die ausgefallen sind und einige von den Spielern hatten darum gebeten, bereits in der Winterperiode zu wechseln. Nach reichlich Überlegung hat der Verein dann entschieden, dass wir die Rückserie nicht mehr zu Ende spielen könnten und beschlossen, die Mannschaft abzumelden. Aber unser eigener Fußballverband Rheinland-Pfalz hat in den Statuten stehen, dass wenn eine erste Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen wird, dann spielt von dem Augenblick an die zweite Mannschaft automatisch außerhalb der Wertung und muss im nächsten Spieljahr zwangsabsteigen in die tiefste Spielklasse, in die D-Klasse. Da wir zu diesem Zeitpunkt aber schon Tabellenführer waren mit der zweiten Mannschaft, war jetzt also jemand da, der uns gesagt hat, ihr dürft nicht aufsteigen. Die ganze Mannschaft wurde einfach gefragt, was sie davon hält, ob sie dabei sind. Und ich glaube, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass überhaupt irgendjemand gesagt hat, nee, er hätte keine Lust drauf. Also haben direkt alle gesagt, ja, wir helfen, wir machen, was wir können, kriegen wir schon hin. Eigentlich war mein Plan, dass ich einmal die Woche, zweimal die Woche mittrainieren kann, weil ich halt durchs Studium bedingt länger nicht mehr richtig gespielt habe. Ja, und dann kam es halt so, dass auf einmal hieß, ja, wir brauchen Leute für die Oberliga. Und dann habe ich halt gesagt, ja, kein Problem, bin ich dabei. Am Anfang, muss ich ehrlich sagen, habe ich da dran gedacht, weil der Winterpause war natürlich auch die Möglichkeit, dass ich so 2, 3 anderen Vereinen gehen hätte können. Aber wenn man einmal in dem Verein gespielt hat, ein Leben lang und das mit seinen Freunden auch zum größten Teil, viele, die hier auch spielen, mit denen habe ich schon früher mal in der F-Jugend zusammengespielt, sage ich mal. Deswegen war für mich eigentlich direkt klar, dass ich sage, ich bleibe auf jeden Fall bis zum Sommer und will den Jungs helfen oder dem Verein. Wie immer, nur gemeinsam. Jeder ist für jeden da. Wer hinfällt, den helfen wir auf. Und immer dran denken, eins ist das Wichtigste. Wir sind Hafen! Auf geht's, ja! Daniel, komm! Das ist schon ein schwieriger Moment dann, ne? In der Situation ruhig zu bleiben, aber man muss halt immer im Hinterkopf behalten, die Jungs, die geben ihr Bestes auf dem Platz und dann ist halt der unzufriedene Moment ganz schnell auch wieder weg. Ich sage auch, für mich als Torwart ist es immer Chaos pur, sag ich mal, ne? Wenn man da mit 7-0 in die Kabine geht, aber ich sage, man muss gucken, warum, weshalb und ich denke, da kann man zufrieden sein. Wir spielen da gegen eine Mannschaft, die will wahrscheinlich noch in die Regionalliga aufsteigen, haben ein ganz anderes Budget, wie Bukprol hatte. Wir motivieren uns einfach jedes Mal aufs Neue. Klar, wenn ein blödes Gegentor fällt, sind wir auch ein bisschen frustriert mal oder so. Aber im Prinzip ist jede Minute, die wir kein Gegentor kassieren, sind wir zufrieden. Wir haben, als wir gegen Koblenz 0-0 in der Halbzeit hatten, haben wir in der Kabine quasi schon ein bisschen gefeiert da drauf. Also, das freut uns einfach. Bei den langen Abschlägen von Thomas. Thomas! Hey!
Da gehört viel dazu, dass man da das 90 Minuten Wochenende für Wochenende mitmacht. Und die Jungs waren ja auch sehr fair. Naja, die haben ja beim 12-0 oder so, haben sie ja jetzt nicht den Ball weggeschossen, haben gesagt, oh, ich habe keinen Bock mehr. Wahrscheinlich sind die alle hier aus dem Dorf und haben eine riesen Verbundenheit zum Verein. Oder das sind einfach, ist einfach der beste Verein der Welt. Ich sag aus Spaß öfter mal, also auch wenn man mit der C-Klasse trainiert, in der Oberliga ist halt anders. Wir sind Oberligaspieler und ihr C-Klasse, aber das ist halt nur Spaß. Im Prinzip, wir wissen ja selber, dass es von der Leistung her eigentlich keine Oberliga ist, was wir spielen. Vielleicht in ein paar Jahren, wenn das vielleicht ein bisschen vergessen ist, dann kann man sagen, ja, ich habe früher mal Oberliga gespielt, aber momentan noch nicht, weil es einfach zu viel in den Medien ist und jeder weiß es eigentlich, was hier los ist. Fühlt ihr euch als Loser? Nö, überhaupt nicht. Eher als Gewinner. Ne? Also ich sag, die Jungs, was die hier leisten, wenn man da mal zurückblickt über die Jungs, die in der Hinrunde weggegangen sind, nichts Böses gegen die, da spricht keiner mehr drüber. Aber über die Jungs, die hier einen Verein von einem kleinen 3.000-4.000-Ort-Gemeinde gerettet haben, da sprechen die Leute in 10 Jahren noch drüber.